zu uns vorbei. Den Steinbock hätte man sich erwartet. Und was ist da? Das dicke Lama. Neuer Tag, neue Tour. Wir sind schon mit dem Helmchat hochgefahren und jetzt geht's auf die verbesserte Variante der Demut-Passage. Also ihr müsst noch ein bisschen pusten, wir wollen nämlich mehr Panorama, bitte. Ansonsten wird es, glaube ich, ziemlich gut. Temperaturbike-freundlich, oder? Super. Kurz. Das hat jetzt eh schon ganz gut geklappt mit dem Wolken wegpusten. Wir haben zumindest in die Richtung sehr gute Aussicht. Da müssen wir noch ein bisschen hoffen. Aber es sieht mega geil aus mit der Wiese auch, ne? Meinst du, die wird gemäht, wenn die noch so hoch ist? Vielleicht mähen die. Ja, so viele Blumen. Yay, die Alpenrosen. Das ist so hübsch hier gerade. Also das ist echt wie aus dem Bilderbuch. Meine Farbe. Ah ja. Da geht es jetzt entlang für uns. Und Ausblick macht sich. Kann so bleiben. Für die Demo-Passage ist das E-Bike wie gemacht. Hier ist so ein Trail auf und nieder. Und das ist halt einfach nur perfekt. Das ist super geil. Bio leidet man hier nur, beim E-Bike ist es voller Spaß. Easy, die Sonne! Yay, Sonne! Geil! So kann es dann ausschauen. Ich erinnere mich noch, letztes Mal war ich nämlich Bio hier unterwegs. Da war es anders. Ey, echt super geil! Der Stich, der jetzt kommt, der ist Bio auch richtig hieß. Und das werden wir jetzt auch genießen. Absolut. Für sowas ist das E-Bike gemacht, in meinen Augen. Alles perfekt. Nicht jetzt! Ja, doch, doch, geht schon. Yay! Hopp, hopp, hopp! Nein! Dritten! Yay, mit Sandeinlage! Dritten! Ja! Geil! Perfekt! Ja, auch E-Bike kann anstrengend sein. Aber die anderen schieben. Deswegen lohnt es sich trotzdem. Da weiß man wieder, wo die Wege herkommen. Stellungen, Erster Weltkrieg. Ganz klar. Krass. Und jetzt stellt euch mal vor, da drüben wäre kein Wölkchen. Ach so, schon wunderschön. Ja, mega. Komm vorbei. Ja. Super geil, das ist echt super. Sowas macht so Spaß mit dem E-Bike. Und sowas hasse ich wirklich mit dem Bio. Auf und nieder mag ich sonst eben einfach wirklich nur auf der Bierbank. Aber mit dem E-Bike macht es auch so richtig Spaß. Das sieht voll mystisch aus. Den Steinbock hätte man sich erwartet. Und was ist da? Das dicke Lama. Unglaublich. Geil. So, jetzt wird's eng. Die Lamas blockieren uns den Weg. Das sind vor allem voll viele. Ist jetzt Alpaka oder Lama? Titel des Videos. Kein Vorbeikommen an den... Ey, bitte lass es ein Alpaka sein, nicht dass es spuckt. Genau. Die Tour war zum Kotzen, könnte man. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber witzig finde ich schon. Ist das geil. Jetzt sieht es süß aus, davor sah es bedrohlich aus. Grüß dich. Lass uns vorbei. Du musst Italienisch reden. Ach so. Possono passare. Oder Alpakisch. Okay, die haben gewonnen. Wir müssen warten. Ey, okay, die sind auch ein bisschen sportlicher wie wir. Obwohl die gar nicht so ausschauen. Und die riechen auch nicht so. Also wir müssen jetzt warten, das hilft nichts. Stimmt, gestern haben wir von den Hirtenhunden gesprochen, da sind wir die aber lieber jetzt hier. Viel lieber. Oh mein Gott. Die anderen hatten keinen Platz, gell? Die waren dicker wie du. Jetzt das letzte. Das sieht auch. Boah, das sieht. Das hat einen Überbiss. Das ist auch dünn. Ey, komm, du wirst jetzt hier wohl vorbeikommen, wenn es all deine Kollegen geschafft haben. Genau, geh wieder zurück. Nimm Anlauf. Spring drüber. Eieiei. Extra Würste. Achso, das braucht eine Einladung. Siehst du, so geht's. Eine seilversicherte Passage.
Fühlst du dich wie auf der Zinne? Na, fast. Na gut. Weiter geht's. Die Lamas haben wir gut überstanden. Passieren haben sie uns nicht lassen. Die wollten vor. Aber gut. Aber der Chef-Lama war egal. Das war unmissverständlich, was das wollte. Dann irgendwann. Der Weg schneidet den Berg durch, da sind wir gerade hergekommen. Drüben ist immer noch ein bisschen wolkig, aber wir sind in der Sonne. Ist perfekt. 1920, die Grenze zwischen Österreich und Italien. Davor war das ja alles. Alles? Österreich. Gut. Kurzer Location-Wechsel nach Tibet. Also, wir alles erleben. Ne? Da kommen wir wieder her und das ist so geil mit dem E-Bike. Kann man hier wirklich fast alles fahren. Das sind nur minimale Stellen, wo man mal kurz runter muss. Das macht so richtig, richtig Freude. Hi, geil. Also wir sehen die ganze Zeit Murmeltiere und vor allem war sogar ein Baby. Also ich zumindest, das war so klein, das war mit mir wie so eine Ratte. Aber endsüß. Ach für euch, schaut mal da am Weg. Da spitzen uns die Kugel. Das ist endsüß. Allerdings kein Baby. Wir kommen hier echt gut voran, nur die Wölkchen, die fetzen noch viel, viel, viel schneller.
Daumen. Klar, der macht die Demutpassage ja auch. Bei uns heißt es aber Akkuwechsel. Der erste ist leer. Die Marienstatue, wo es mit dem Krieg zu tun hat, da ist ja komplett Schützengraben gemauert. Tierfüllen geht weiter. Jetzt haben wir Kühe gefunden. Ich schaue nur kurz, ob wir noch richtig sind. Da ist wieder so ein Steinmännchen. Und geht da dran vorbei. Und dann diese ewig langen Schwertrails, wo man nicht viele Kurven braucht. Voll geil. Mit der Sonne ist auch gleich fein, das merkt man jetzt schon. Absolut. Und ich kann euch sagen, mit dem Rad erst recht. Die Bügelhilfe. So, wir schauen jetzt, was wir da vorne sehen. Ah, da in den Wölkchen, das ist der Col de Longueril. Klar, natürlich. Ja, haben wir ja gewusst. Weiß jeder. Eine Chicken Line. Was machen wir? Machen wir die Chicken Line, ja. Weil das da war ich nicht. Yay. Jetzt gibt es eine kleine Stärkung im Rifugio. Hier ist übrigens auch eine Rennstrecke anscheinend. Die haben wir noch nicht gesehen. Der Kuchen ist voll geil. Ein bisschen weihnachtlich, aber schmeckt mega. Ich mag das eh voll gern. So zimtig. Wir laden auch schon wieder unseren Akku. Die sind sehr, sehr nett hier. Jetzt haben wir noch mal was für den Tierfilm gefunden. Jetzt sind es Eselchen. Verrückt. Hey!
geil jetzt. So könnte es ewig weitergehen. Das wird aber nicht so richtig. Okay. Oh ja, hier ist der Eingang. Da drüben. Nee, ist er nicht. Krass. Das ist auch nur eine Schießscharte. Boah, aber das muss vom Zweiten Weltkrieg sein. Weil die vom Ersten Weltkrieg hatten keine so dicken Wände. Krass. Erst von der Seite sieht man erst, wie groß der war. Ist. Exkurs wieder beenden, es geht aber auf den Berlin. Ah, das wird nix. Hier haben wir dann schon Aussicht in Richtung Kreuzbergpass und das erklärt natürlich auch die Bunker, da wollten sie die Straße dann zu machen, dann hier auf den Zweiten Weltkrieg. Hotel Kreuzberg, gut vermutet. Das ist der Kreuzbergpass. Super geil. Jetzt haben wir echt noch ein bisschen Aussicht bekommen, auch aufs Massiv. Yeah. Ja, geil. Sehr geil, dass wir noch ein bisschen aufgemacht haben jetzt. Nur für uns. Lang genug habe ich sie beobachtet. Noch am Weg für einen kleinen Bonus-Trail. Jetzt hier beim Kreuzberg fast ein bisschen rauf. Mal nach vorne, wie geil. Sieht richtig satt aus. Also echt, ist jetzt ultra eindrucksvoll. Geil, fast noch besser. Ja, muss. Mega. Aber ist das die Rotwand? Das ist die Rotwand. Und da gibt es noch einen Kletterstall. Ja. Cool. Ich glaube, man sieht sogar, wo oben reingeschlagen ist zum Teil. Oh, also man sieht sie nicht ganz, sie hängt ein bisschen in dem Wäldchen. Aber da drüben sich dafür was reingeschlagen. Sehr, sehr geil. Hier müsst ihr jetzt gleich mal unser Trail kommen. Man sieht ihn aber halt nicht. Ja gut, es muss irgendwo da reingehen. Entschuldigung, Blümchen. Ah, schau, hier ist ein Weg. Yay. Cool. Geil, die Wiese auch wieder.
Ja, mega. Ja. Scheiße, das ist neuerdings immer so. Die Rausfahrt ist noch voll hübsch am Bach entlang. Kann man definitiv so machen. Jetzt kommt noch mal so richtig die Sonne raus. Wir müssen wieder zurück. Der Aperol ruft schon. Weiter entlang, aber mit guter Aussicht. Yay, war es gestern schon gut, wir waren schon wieder da. Weiter geht's.